Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Krank werden möchte niemand. Doch heute können viele moderne Diagnoseverfahren dafür sorgen, dass möglichst schnell Krankheiten diagnostiziert werden können und dann auch hoffentlich erfolgsversprechend therapiert werden. Bei mir begrüße ich den Leiter der neuen Neurologischen Allianz in Altona, und zwar den Privatdozenten Dr. Thomas Kurczynski. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung für das Interview. Ja. Ich habe es kurz gesagt, es ist ganz neu, Hamburger Zentrum für Neuroradiologie in Altona sind Sie. Was können Sie für die Patienten anbieten? Ja, wir können neuroradiologische Diagnostik, wie der Name schon sagt, anbieten. Das heißt, unser Spezialgebiet ist die bildgebende Diagnostik neurologischer Erkrankungen. Also des zentralen und des peripheren Nervensystems, das heißt also Gehirn, Rückenmark, aber auch Nerven, die im Körper verlaufen. Die Radiologische Allianz grundsätzlich gibt es ja schon seit 2009. Was gibt es jetzt sozusagen an Angebot im Zentrum, das jetzt ja neu ist, was es vorher nicht gab? Ja, also grundsätzlich haben wir solche Untersuchungen natürlich immer schon gemacht und machen auch weiterhin an allen Standorten Untersuchungen vom Kopf. Es war aber der Bedarf da, dass man gezielt mit neuer Technik, die ein Angebot schafft, welches leicht zugänglich ist, für unabhängig von der Versicherungsart. Also man kann natürlich bei Universitätsambulanzen, großen Krankenhäusern sich in neuroradiologischen Abteilungen auch gezielt untersuchen lassen. Und wir bieten das gleiche Niveau diagnostisch, aber eben im ambulanten Bereich für gesetzlich versicherte Patienten alle, die so krank werden, ja. Ich beiße mich noch mal fest an den Begriff Bedarf. Heißt das, dass es geht ja auch immer um Krankheiten erkennen, Diagnosen zu stellen? Gibt es mehr oder tauchen bestimmte Krankheiten häufiger auf? Oder werden wir einfach nur älter, dass dadurch der Bedarf erhöht ist? Ja, grundsätzlich erhöht sich der Bedarf an bildgebender Diagnostik für, in allen Bereichen, auch in der Neuroradiologie. Wir werden älter tatsächlich. Da spielt die Demenz, die häufig dann im höheren Lebensalter leider auftritt, eine große Rolle. Aber es ist auch so, dass natürlich jüngere Leute schon erkranken können. Das häufigste ist meistens Kopfschmerzen oder Schwindel oder irgendwelche sensiblen Störungen, Gefühlsstörungen, die abgeklärt werden müssen. Mhm. Und wie läuft so eine Untersuchung ab? Nicht jeder hat schon mal so ein MRT hinter sich gebracht. Auf was muss man sich da einstellen? Ja, also im Wesentlichen besteht das Zentrum aus einem neuen aktuellen Kernspintomographen mit modernster Technik und hoher Feldstärke, mit der wir sehr genaue Bilder machen können und in kurzer Geschwindigkeit. Das ist einerseits angenehm für den Patienten, andererseits ist es für uns möglich, durch die neuen Techniken Kontraste in den Geweben hervorzuheben, die vorher nicht so gut sichtbar waren. Und ist das dann mehrfarbig, was dabei rauskommt? Ja. Man hat den Eindruck, es ist mehrfarbig, aber eigentlich sind das Graustufen, die bei uns abgebildet werden. Wir machen auch mal bunte Bilder für die Durchblutung, aber das ist dann eine berechnete Untersuchung. Es werden häufig auch sowas wie Kontrastmittel gespritzt. Was leisten die? Wofür braucht man das? Ja, Kontrastmittel braucht man nicht immer. Also ich würde so schätzen, vielleicht die Hälfte aller Untersuchungen, wenn es den Kopfbereich betrifft. Für die Wirbelsäule und für die peripheren Nerven im Körper, Nervengeflecht am Schulter-Arm-Bereich zum Beispiel, braucht man das in der Regel nicht. Und das Kontrastmittel dient dazu, wenn auffällige Befunde da sind, nochmal also die letzten Informationen zu bekommen. Wie lange dauert es, bis man so Ergebnisse befundet hat? Und sind das zwei Personen, die drauf gucken oder nur eine alleine? Also ich habe eine Kollegin, eine erfahrene Kollegin, die dabei ist. Grundsätzlich, weil wir einen hohen Durchsatz haben, also wir müssen viele Patienten am Tag untersuchen, weil sonst wären die Wartezeiten einfach viel zu lang. Deswegen guckt meistens nur einer drauf. Bei etwas schwierigeren Fällen, dann diskutieren wir die Fälle natürlich und gucken in der Literatur nach und vergleichen das mit Fällen, die vorher schon mal da gewesen sind, bevor wir die Diagnose eben wissen. Jetzt wird auf der einen Seite die Diagnostik immer besser, deswegen sicherlich auch so ein neuroradiologisches Zentrum, weil man damit speziell drauf gucken kann und die besten Geräte stehen hat. Auf der anderen Seite werden die Therapien auch besser, sonst hat man vielleicht ein Ergebnis früher, als es vielleicht nötig ist, weil es keine ordentliche Therapie dafür gibt. Ja, grundsätzlich ist das in der Neurologie häufig weit verbreitet, dass man nur beschränkte Therapiemöglichkeiten hat. Grundsätzlich aber findet man immer irgendwie eine
Art von Linderung, manchmal ist auch das Wissen über eine Diagnose oder das Wissen darüber, dass eine gefährliche Erkrankung, zum Beispiel ein Hirntumor oder ein Aneurysma im Kopf nicht vorliegt, für die Patienten sehr hilfreich. Mhm. Wie kommt man zu Ihnen? Kann man sich da selbst einen Termin holen, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat? Also üblicherweise mit einem Überweisungsschein. Wir werden ja dann tätig als Auftrag im Rahmen der ambulanten Versorgung. Man kann sich auch selbst anmelden natürlich, dann wäre das im Grunde dann zu klären, ob man die Untersuchung selber bezahlen will oder Privatversicherte können direkt sich anmelden. Ja. Haben Sie schon ein Gefühl dafür, wie viele Menschen so im Jahr jetzt in das neue Zentrum kommen werden? Also am Tag planen wir bis zu 40 Untersuchungen. Und wenn man das hochrechnet, mal 200 Tage, sind wir bei 12.000. Oh, Wahnsinn. Und geben Sie eigentlich auch eine Empfehlung mit? Sie haben ja die Diagnostik, Sie haben dann ein Ergebnis und geben Sie dem Facharzt dann was mit? Ja, also das wird natürlich ein Befund erstellt und der wird in der Regel am selben Tag erstellt und wird dann per Fax, wie eh und je, versendet. Wir haben aber auch einen internetbasiertes Bildarchiv, in dem einerseits der Patient nachsehen kann, der Zuweiser nachsehen kann und wo auch der Befund für den Zuweiser, für den behandelnden Arzt und auch für den Patienten einsichtig ist. Mhm. Und über diese Kommunikationswege können auch andere Spezialisten letztlich, wenn die Erlaubnis gegeben wird, auf diese Bilder und Diagnostik zugreifen. Ja. Ja, total spannend. Seit wenigen Tagen eigentlich ist es soweit. Arbeiten Sie. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und dass das Zentrum ordentlich, obwohl es ja um Diagnose geht von Krankheiten, ordentlich genutzt wird. Herr Dr. Kuczynski, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und liebe Zuschauer, das war's von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.